Hallöchen, meine Lieben. Ja, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Was ich mal zur Seite. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich hier heute habe. Denn ich habe Post bekommen, und zwar von Sabine. Sabine und ich haben einen Fünf-Teile-Tausch ausgemacht. Ich habe ihn aufgemacht. Reingeguckt habe ich noch nicht. Das soll eine Erstreaktion sein, sage ich jetzt mal. Und wir haben ausgemacht eine Journal-Karte. Und ja. Und ich gucke mal rein, was da drin ist. Einmal die. Oh, der Umschlag ist sehr, sehr schön. Hier ist aber eine Karte. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was daraus wird. Wir hatten ja eine Journal-Karte. Ja, Journal-Karte. Dieser Umschlag ist leer. Sind hier drin die fünf Teile? Ah, das Papier. Dieses Teil hier. Dieses Band. Dieses Papier. Dieses Ornament. Und no. Ja, ist ein Sticker. Ja. Ich werde mir jetzt mal Gedanken machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gedrängt, es sind glaube ich ein paar Minuten vergangen, die im Kopf. Ich hole jetzt einmal kurz mein Schneidbrett. Ich mache eine Journal-Karte. Zwar schneide ich das Papier auf 14.
ein bisschen schmäler machen. Das Seite legen. Das Restpapier, das benutze ich was anderes. Ich diese Fläche zu dekorieren. Das passt super drauf. Das klebe ich jetzt erstmal fest. Das muss ich erstmal gucken. Was will ich mit Flüssigkeit festkleben? Ich muss ihn einmal entstopfen, da ich extrem Probleme mit meinem Kleber habe, muss ich das jetzt mit Pinsel einstreichen. Ich hoffe, dass es hält. Weil doppelseitiges Klebeband wird nicht halten. Lege ich jetzt bündig drauf. Das lasse ich jetzt erstmal ordentlich gut trocknen, bevor ich da jetzt weitermache. Also, bis später. Der nächste Tag. Ich habe jetzt mir ein paar Gedanken gemacht. Da werde ich das hier hinschieben. Das werde ich noch ein bisschen verstärken mit Kleber. Und das werde ich jetzt erstmal an die Seite kleben. Okay, da ich ja den Kleber aufdrehen muss. Ich kann die von gerne leer haben möchte. Etwas raus. Und für hier hinten gut Kleber drauf. Streiche alles voll und ich nehme das jetzt doch so hin. Das Band werde ich jetzt an der Seite, da will ich ganz mal Streifen machen.
ganz schmal und Papier entlang. Okay, das Band auf. Das beides lasse ich erstmal trocknen. Dann sehen wir uns ungefähr gleich eine Stunde wieder, weil das will ich erstmal gut trocknen lassen. Wir kommen zur letzten Sehfrequenz. Das hat jetzt ordentlich getrocknet. Eine Schere. Ich schneide es. Jetzt nehme ich den Sticker. Und klebe den so drauf. Fertig ist meine Journal Card. Finde ich richtig, richtig schön. Und ja, vielen lieben Dank, Sabine, dass du gefragt hast. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, es war auch wirklich herausfordernd für mich, aber wir haben jetzt das geschafft und ich finde das wunderschön. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.